Straches geheime SMS. Der Brexit-Minister tritt zurück und ein Aufschrei um eine Friedhofskatze. Das ist Ihr Nachrichtenüberblick am Donnerstag. Vizekanzler Strache in Erklärungsnot. Er wollte die von der ÖVP vorgeschlagene Verkleinerung der Chefetage der Nationalbank offenbar verhindern und schickte einigen engen Vertrauten eine dahingehende SMS. Das Problem nur, irrtümlich schickte der FPÖ-Chef die Nachricht auch einem politischen Gegner zu. So wurde sie öffentlich. Straches Plan sollte der FPÖ in der Nationalbank mehr Macht sichern. Offenbar ist das koalitionsinterne Gezerre um Einfluss in der Notenbank in vollem Gange. Der britische Brexit-Minister Dominic Raab ist zurückgetreten. Er könne den ausgehandelten Brexit-Deal nicht mittragen. Das hat er am Donnerstag in einem Schreiben mitgeteilt. Ihr Kabinett konnte die britische Premierministerin Theresa May von dem Deal ja bereits überzeugen. Ob das Parlament zustimmt, wird sich erst zeigen. Bundeskanzler Kurz inzwischen will den ausgehandelten Kompromiss so schnell wie möglich bei einem Sondergipfel prüfen. In Schwanenstadt in Oberösterreich herrscht Empörung über die dortige Pfarre. Die beliebte Friedhofskatze Blackie hat nämlich ein Platzverbot bekommen. Schon seit 2 Jahren lebt Blackie auf dem Friedhof in Schwanenstadt. Die Besucher haben sie ins Herz geschlossen, füttern sie täglich und sehen sie als Begleiter in ihrer Trauer. Jetzt hat die Pfarre einen Zettel aufgehängt, das Kätzchen solle sofort verschwinden, sonst müsse es entfernt werden. Und jetzt zum Wetter. Und das wird sonnig, aber kalt. Trüb bleibt es nur im Mur- und Mürztal sowie am Bodensee. Ansonsten scheint die Sonne bei 6 bis 12 Grad. Morgen am Freitag sieht es ähnlich aus. Am Bodensee, im Süden und im Mur- und Mürztal halten sich der Nebel und die Wolken. Ansonsten wird es aber freundlich und sonnig bei kalten 6 bis 10 Grad. Langsam aber sicher passt sich das Wetter den Weihnachtsdekorationen an. Und am Wochenende eröffnen auch schon die ersten Adventmärkte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Donnerstagnachmittag und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.